So, meine Lieben, wir machen heute ein kurzes, knackiges Bauchworkout. Wir machen eigentlich nur 5 Übungen und versucht die Übung wirklich immer so lange durchzuziehen, gerne auch länger, als ich das mache, als ich das schaffe oder vorgebe, bis wirklich die Bauchmuskeln richtig brennen. Und dann machen wir eben 5 verschiedene Übungen, 5 Runden und dann sind wir schon fertig. Wenn ihr das jeden zweiten Tag macht, dann Sixpack. Und legen wir los. Und wir nehmen einmal einen Wechsel ein Bein mit hoch. Und beide Beine, wenn das geht. Und eine kurze Pause, tief durchatmen, in den Bauch atmen, die Bauchmuskeln entspannen. Sehr schön, das war Runde Nummer 1. Zweite Ausgangsstellung, wir nehmen die Beine nach oben. Versucht die Beine senkrecht zur Decke zu halten, Arme sind unten, Kopf ist gerade. Auf geht's im Wechsel. Beine bleiben oben, Füße runterziehen und hoch. Diagonal. Und eine Pause. Und wieder tief in den Bauch atmen. Bauchmuskeln entspannen. Und das war Runde Nummer 2. Jetzt kommt Runde Nummer 3. Nehmen wir die Hände an den Hinterkopf. Beine angewinkelt. Diagonale. Eine Seite halten, Ellbogen, Knie. Seitenwechsel hier und. Und eine Pause machen. Wieder tief in den Bauch atmen. Leg dich auf die Seite. Ein Arm etwas nach vorne, mit dem anderen Arm holen wir aus. Und wir kommen hoch.
Seiten wechseln. Den Einarm holen wir aus, einatmen und hoch. Und eine Pause machen. Tief durchatmen. Jetzt kommt die letzte Runde. Hände liegen wieder unter dem Kopf. Beine angewinkelt. Und wir heben das Becken. Und auf zwei Seiten. Und einmal lösen und Arme und Beine einmal ausstrecken. Nochmal tief in den Bauch atmen. Und ich bin mir sicher, ihr habt das super gemacht. Wenn ihr das jeden zweiten Tag macht, dann gibt es die Mega-Bauchmuskeln. Daran arbeiten wir. Sehr schön.